Das ist Anita Sarkeesian. Sie hat 2013 die Videoserie Tropes vs. Women gestartet und wurde dafür gehörig kritisiert. Hauptsächlich, weil ihre Methoden nicht unbedingt zu 100% ehrlich waren. Was ich persönlich auf ihre Grundeinstellung zurückführe, die sich etwa so zusammenfassen lässt. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic and you have to point it all out. Durch diese Einstellung entsteht ein gewisser Drang, seine These zu beweisen, anstatt sie zu prüfen. Das heißt, die Grundeinstellung beim Machen der Videos ist nicht, sind Videogames frauenfeindlich? Fragezeichen. Sondern Videogames sind frauenfeindlich, begründe warum. Was dazu führen kann, dass die Beispiele, die die These belegen würden, präsentiert werden, aber Beispiele, die die These widerlegen oder schwächen würden, verschwiegen werden. Beispielsweise zeigt sie hier, dass in Batman Arkham City das Hinterteil von Catwoman gut zu erkennen ist, während Batmans Hintern von einem Cape verdeckt wird. Und daraus schlussfolgert sie, dass in Videogames die weibliche Form präsentiert und die männliche Form verhüllt wird. Allerdings erwähnt sie dabei nicht, dass Nightwings Hinterteil sehr gut zu erkennen ist, weil er kein Cape trägt. Das heißt, die Herangehensweise ist zwar nicht unbedingt absichtlich unehrlich, kann aber dazu führen, dass wichtige Indizien nicht gefunden oder einfach ignoriert werden, weil man sich nur darauf konzentriert, die eigene These zu beweisen. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Ich habe meine eigene verrückte These, die ich so gut es irgendwie geht, objektiv betrachten möchte. Und um meinen eigenen Standards gerecht zu werden, werde ich sie als eine Frage formulieren. Hat J.R.R. Tolkien Fantasy ruiniert? Die Idee, dass Tolkien Fantasy ruiniert haben könnte, ist für viele abstrus. Einfach weil moderne Fantasy extrem stark von Tolkien beeinflusst ist. Und das ist im Grunde der Kern meiner These. Fantasy ist so stark von Tolkien beeinflusst, dass im Grunde alle Fantasy irgendwie Tolkienesk ist. Und viele von euch mögen glauben, Tolkien war der erste Fantasy-Autor, aber das ist nicht wirklich der Fall. Das hier ist Weird Tales. Ein Magazin, in dem verschiedene Kurzgeschichten veröffentlicht wurden. Kurzgeschichten mit einem fantastischen Hintergrund. Im Grunde Proto-Fantasy. Aber ich sollte, glaube ich, erklären, was ich genau meine. Der Hobbit wurde 1937 veröffentlicht. Und ich möchte euch ein paar Fantasy-Autoren zeigen, die davor veröffentlicht haben, einfach damit ihr ein gewisses Gefühl dafür bekommt, wie Fantasy vor Tolkien war. Zu den Autoren von Weird Tales gehört unter anderem Robert E. Howard. Der Erschaffer der Conan-Reihe, der damit das Sword and Sorcery-Subgenre nicht unbedingt erfunden, aber zumindest definiert hat. Ein anderer Weird Tales-Autor war H.P. Lovecraft, zu dem ich glaube ich nicht viel sagen muss. Kosmischer Horror, Cthulhu-Tagen, etc. etc. Andere Autoren, die zwar nicht in Weird Tales gepublished wurden, aber trotzdem in die Vor-Tolkien-Fantasy-Spalte fallen, wären zum Beispiel James Matthew Barrier, der Peter Pan erfunden hat, und Lyman Frank Baum, der die Zauber von Oz-Reihe geschrieben hat. Also Fantasy, die eher an Märchen angrenzt, als Fantasy, wie sie heute definieren würden. Edgar Rice Burroughs hat mit Romanen wie Die Prinzessin vom Mars Fantasy und Science Fiction mehr oder weniger vereint. Es waren zwar fantastische Geschichten mit teilweise Magie oder anderen Fantasy-Elementen, aber sie hatten auch Settings, Ideen und Konzepte, die wir eher zum Science-Fiction-Genre zuordnen würden. Und Arthur Macken hat Fantasy und Horror kombiniert mit Büchern wie Der große Gott Pan. Das sind zwar alles Fantasy-Werke, die allerdings mit Tolkien wenig bis nichts zu tun haben und die heutzutage von vielen Lesern nicht unbedingt direkt als Fantasy betitelt werden würden. Nach diesem kleinen Informationsschub erörtern wir noch einmal die These genauer. Vor Tolkien war das Fantasy-Genre zwar relativ undefiniert, hatte aber auch deutlich mehr Diversität und war sehr viel offener für andere Ideen. Und Tolkien hat das Fantasy-Genre in der heutigen Form extrem geprägt. Wenn ich die These ausformulieren müsste, würde ich sagen, Tolkiens Werke haben das Fantasy-Genre in einer Form definiert, die das Genre statisch macht und das Potenzial hat, die Kreativität von Autoren stärker einzuschränken als in anderen Genres. Und ich glaube, ich sollte erklären, was ich meine, bevor ich gelüncht werde. Um zu erklären, was ich meine, hier ein kleines Beispiel. Wenn ich von einer Fantasy-Rasse rede und sage, die Rasse ist klein, hat Bärte, besteht aus guten Handwerkern, die in Bergen leben und bevorzugt Äxte benutzen, könnt ihr mir sagen, es sind Zwerge? Aber ihr wisst nicht, von welchem Setting ich rede. Wenn ich auf der anderen Seite eine Sci-Fi-Rasse beschreibe und sage, sie haben einen schwarzen Panzer, Säureblut, pflanzen sich parasitär fort und haben eine Königin, dann wisst ihr, ich meine die Xenomorphs aus der Alien-Reihe. Ich weiß, es ist kein zu 100% fairer Vergleich, aber ich will euch eine Frage stellen. In wie vielen Settings gibt es Jedi? Die Antwort ist in Star Wars, in einem einzigen Setting. Einfach weil die Jedi von George Lucas für die Star Wars Filme erfunden wurden und in einem anderen Kontext würden sie keinen Sinn machen. Die Rassen und Kulturen in Fantasy haben die blöde Angewohnheit, als allgemeine Archetypen gesehen zu werden, als etwas, das man von Setting zu Setting übertragen kann. Während die Rassen und Kulturen in Sci-Fi-Settings meistens auf dieses Setting zugeschnitten sind und dieses Setting brauchen, um zu funktionieren.
Es gibt zwar natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel die Grey Aliens, aber die sind eher ein allgemeiner Archetyp, der nicht wirklich viele Details hat. Und während ich gerade von Archetypen rede, sollte ich vielleicht auch erklären, was ich meine. Wir haben hier auf der einen Seite den Archetypen des Wolfskinds. Das Wolfskind verkörpert das allgemeine Konzept von Kind, das von Tieren aufgezogen wurde. Es hat ein paar allgemein gefasste Eigenschaften, wie zum Beispiel benutzt meistens primitive Werkzeuge, die Tiere irgendwie seltsam finden. Und es verkörpert in vielen Fällen Ideen, wie zum Beispiel Nature vs. Nurture oder in welche Welt gehöre ich oder ähnliche Sachen. Während Mowgli aus dem Dschungelbuch zwar auch in die Kategorie des Wolfskinds fällt, aber ein vollkommen ausgearbeiteter eigenständiger Charakter ist. Er hat für ihn spezifisch zugeschnittene Beziehungen, hat eigene Probleme und hat eine eigene Character-Arc. Wenn wir es zwischen dem Wolfskind und Mowgli, also dem Archetypen und dem vollkommen ausgearbeiteten Charakter, eine Linie ziehen müssten. Wären Fantasy-Tropes und Rassen deutlich näher an Mowgli, als es die Sci-Fi-Tropes und Rassen wären. Oder in anderen Worten, Roboter sind nicht so eng definiert wie Elfen. Auch wenn man hier der Fairness halber wieder sagen muss, dass sich diese Tropes, Rassen, Archetypen, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, diversifizieren lassen. Das heißt, es gibt zwar den standardmäßigen Tolkienesken Elfen, der wird aber wieder von den meisten Autoren in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Allerdings gibt es auch hier wiederum das Problem, dass die Gruppen relativ homogen sind, also in verschiedensten Settings fast vollkommen gleich benutzt werden, und dass diese jeweiligen Unterarten der Elfen relativ stark definiert sind. Während zum Beispiel Sci-Fi-Tropes auch diversifiziert werden, aber in dem Fall sind sie entweder relativ spezifisch und einem Setting zugeschrieben, oder sind relativ frei und undefiniert, aber sind dann auch allgemeine Konzepte. Oder um ein ganzes Gebrabbel zusammenzufassen, Fantasy-Tropes sind stark definiert und nicht settinggebunden. Das heißt, Zwerge sind in fast jedem Setting kleine bärtige Handwerker, die in den Bergen wohnen und gerne Äxte benutzen. Während Sci-Fi-Tropes entweder sehr schwach definiert, aber nicht an Setting gebunden sind. Das heißt, Roboter sind zwar mechanische Wesen, aber was deren Funktion ist und wie die aufgebaut sind und so weiter und so fort, bleibt dem Autoren überlassen. Oder Sci-Fi-Tropes sind zwar stark definiert, aber dafür ein Setting gebunden. Die Jedi sind ein heiliger Orden, der die Macht- und Lichtschwerter benutzt und ihre eigene Philosophie haben, aber sie existieren halt nur im Star-Wars-Universum. Und der Fairness halber sei hier nochmal festgehalten, es gibt auch in anderen Genres Tropes, die sich weitgreifend verbreitet haben, zum Beispiel die mehrere kleine Roboter formen einen großen Roboter, aber die sind meistens auf Subgenres begrenzt. Und es ist festzuhalten, dass einige Fantasy-Tropes nicht so stark definiert sind wie die Tropes, die ich bisher erwähnt habe. Allerdings sind das meistens Tropes, die nicht auf Tolkien zurückgehen. Beispielsweise sind Djinn relativ häufig in der Fantasy, aber es gibt keine wirklich super feste Definition. Einige Djinn erfüllen Wünsche, andere sind Elementargeister, manche sind eine Mischung davon. Es bleibt da wirklich dem Autoren überlassen, wie er die Djinn gerne ausarbeiten möchte. Während bei anderen Fantasy-Tropes wie Elfen und Zwergen, die sehr viel häufiger vorkommen, sehr viel stärkere Definitionen herrschen. Ich glaube, die Häufigkeit und Stärke dieser Fantasy-Tropes lässt sich am besten durch Autorenketten erklären. Oder besser gesagt, durch Inspiration. Künstler werden von dem inspiriert, was sie umgibt. Ihr Umfeld, ihre Kultur, ihr Glaube und natürlich auch die Kunst, die sie konsumieren. Wenn wir beispielsweise Junji Ito nehmen, nimmt er Elemente aus der japanischen Gesellschaft und kombiniert sie mit Lovecraftian Ansätzen. Das heißt, er nimmt Dinge, die er in der Gesellschaft findet und stellt sie in einer Art von kosmischem, seltsamen Horror wieder dar. Egal ob jetzt gesellschaftliche Zwänge, Schönheitsideale oder Selbstisolation, all das wurde von ihm aufgegriffen und in bizarre Horrorstories verpackt. Und auf dieselbe Art wurden moderne Fantasy-Autoren von Tolkien beeinflusst, wodurch die Elemente aus Tolkiens Erzählungen in deren Werke mit eingegangen sind. Und meiner Meinung nach gibt es zwei Gründe dafür, dass Tolkien so ein großer Einfluss ist. Das erste wäre die Natur von Fantasy und das zweite wäre Timing! Um die Natur der Fantasy zu erklären, müssen wir einmal kurz auf Weird Tales zurückkommen. Weird Tales hatte Science-Fiction und Fantasy und Science-Fiction-Fantasy-Geschichten, einfach weil zur damaligen Zeit Sci-Fi und Fantasy dasselbe Genre waren. Und ich sehe die Trennung der beiden Genres weniger als einen Unterschied im Stil und mehr als einen Unterschied in der Herangehensweise. Fantasy ist eher an der Vergangenheit orientiert, an der Geschichte und guckt eher nach hinten und auf Mythen, während Science-Fiction eher nach vorne gerichtet und spekulativ ist. Also Science-Fiction stellt sich die Frage, was wäre wenn, und Fantasy sagt, damals war das aber so. Und weil Tolkien sowohl Elemente aus der europäischen Geschichte als auch aus den europäischen Mythen gut aufgegriffen und für junge Leser lebendig gemacht hat, sehe ich hier einen der großen Gründe dafür, warum Tolkien so ein großer Einfluss auf andere Autoren ist. Der andere große Grund ist, dass Tolkien das perfekte Timing hatte. 1937 wurde Hobbit veröffentlicht und 1954 und 55 wurde Herr der Ringe veröffentlicht. Und dazwischen lag der Zweite Weltkrieg.
Das heißt, wir haben während des Zweiten Weltkriegs nicht wirklich Zeit für Bücher, haben in der Nachkriegszeit Besseres zu tun, als Bücher zu drucken, und in den 50ern, wo die Wirtschaft wieder stärker wurde, kamen Tolkiens neue Bücher raus. Das heißt, es gab eine große Gruppe an Erwachsenen, die als Kinder den Hobbit gelesen haben und jetzt Tolkiens neue Werke gelesen haben. Und dank der Neuveröffentlichung des Hobbits wurden auch die Kinder dieser Generation mit Tolkiens Kindergeschichten aufgezogen. Wenn wir das Ganze einmal mit einem anderen Autoren vergleichen, sehen wir, warum das Timing so wichtig ist. Baron Dunsany war im Grunde ein Proto-Tolkien. Nein, wirklich. Lord Dunsany hat mit den Göttern von Pagana im Grunde die erste eigene Fantasy-Geschichte geschrieben mit einem eigenen Pantheon. Früher haben Autoren einfach irgendwelche heidnischen Götter aus der Realmythologie aufgegriffen und in ihre Geschichten gepackt, aber Dunsany hat seine eigenen Götter erfunden, eine eigene Mythologie um sie herum aufgebaut. Das Problem ist, die Götter von Pagana kamen 1905 raus. 9 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Und etwa 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg haben die Europäer schon wieder den Zweiten Weltkrieg gestartet. Und dann etwa 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kam Tolkien. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Autoren, der zwar ein für seine Zeit bahnbrechendes Werk geschrieben hat, dessen Werk allerdings keine breite Leserschaft gefunden haben, einfach weil sie zu einer schlechten Zeit rauskamen. Während Tolkiens Hobbit die Kinder begeistert hat, die dann 20 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Wohlstandsphase sein neues Buch kaufen konnten und ihren Kindern die Neuauflage vom Hobbit vorlesen konnten. Das heißt, es ist kein Wunder, dass Fantasy-Autoren sich eher auf den Herrn der Ringe als auf die Götter von Pagana berufen. Und der Fairness halber sei auch hier erwähnt, dass die Götter von Pagana zwar ein bahnbrechendes Buch ist, aber nicht wirklich toll zu lesen ist. Was einfach daran liegt, dass Dunsany ganz bewusst eine Mythologie nach dem Vorbild der King James Bibel aufgebaut hat. Das heißt, es ist so ähnlich geschrieben wie die Bibel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Buch, das der Bibel nachempfunden ist, die, auch wenn ich ihm auf die Füße treten möchte, etwas seltsam geschrieben und relativ trocken ist. Und auf der anderen Seite haben wir Tolkien, der fantastische Prosawerke verfasst hat, mit direkter Sprache und diesem ganzen Firlefanz, den die Kinder so toll finden heutzutage. Das heißt, ja, Timing ist ein wichtiger Faktor, aber es hat auch viel mit dem Schreibstil zu tun. In anderen Worten, wäre Tolkien ein schlechter Autor gewesen, hätte er nicht so einen großen Einfluss gehabt. Also um es einmal zusammenzufassen, Tolkien war einer der ersten Autoren, der einen Fantasy-Epos für Erwachsene geschrieben hat. Keine Kindergeschichten, keine Märchen und keine Sammlung von Kurzgeschichten, sondern eine zusammenhängende, epische Geschichte, die sich selber ernst genommen hat. Diese Werke wurden in der Formungszeit des Fantasy-Genres veröffentlicht, also als sich Fantasy angefangen hat abzuheben von Science-Fiction und Horror. Seine Werke wurden in einer günstigen Zeit veröffentlicht, der Hobbit relativ nah vor dem Zweiten Weltkrieg als Kinderbuch und dann später in einer wirtschaftlich starken Zeit der Herr der Ringe. Daher wurden seine Bücher von sehr vielen Leuten gelesen und durch diese große Lesermenge und viele junge Autoren, die von ihm inspiriert wurden, wurden von Tolkien angestoßene Ideen und Konzepte zum Teil der Fantasy-Popkultur. Und nur um meinen eigenen Standards gerecht zu werden, präsentiere ich hier noch einmal mögliche Counterargumente gegen meine Annahme und bisher vorgebrachte Sachen. Es gibt innerhalb des Fantasy-Genres Subgenres, die sehr wenig Tolkien-Einflüsse haben. Urbane Fantasy ist weder von der Epoche noch von der Art der Rassen, die da rumlaufen, irgendwie an Tolkien angelehnt. Sword and Sorcery hat in der Regel relativ wenige nichtmenschliche Rassen und wenn doch, sind sie relativ monströs. Und Low-Magic-Settings haben aus begreiflichen Gründen sehr wenige Elfen, Zwerge, Magie und so weiter. Und wenn sie doch existieren, sind sie meistens etwas anders, als wir es erwarten würden. Zudem gibt es Mischformen von Fantasy und anderen Genres, die mehr an die Weird Tales-Ära erinnern. In Star Wars gibt es die Sith und die Jedi, die im Grunde Magie benutzen und mit Lichtschwertern aufeinander einhacken und sehen somit mehr wie Kampfmönche oder heilige Ritter aus, als irgendwelche normalen Science-Fiction-Tropes. Dune ist eher an historischen Quellen orientiert als an spekulativen Quellen und hat etwas, was man als Magie eventuell bezeichnen könnte, auch wenn es mit Science-Fiction-Wissenschaftszeug erklärt wird. Und Shadowrun ist Cyberpunk mit Orks. Immer geil. Und es ist zu erwähnen, dass Fantasy aus anderen Ländern, also aus Nicht-Nordamerika oder Europa, in der Regel deutlich stärker vom Tolkien-Template abweicht als westliche Geschichten. Wobei ich erwähnen möchte, dass es auch hier das typische Tolkien-Fantasy-Setting gibt. Zudem ist auch anzubringen, dass die Elemente von Tolkien nicht die einzigen sind, die über verschiedene Settings fast gleichförmig behandelt werden. Beispielsweise sind aus der Mythologie entnommene Wesen wie Vampire, Werwölfe und Dämonen deutlich homogener, als es die Archetypen in anderen Settings sind, wie halt mit den Zwergen und Elfen schon vorher erklärt. Zudem ist anzubringen, dass andere Genres wie zum Beispiel Shonen Anime ihre eigenen sehr spezifischen und immer wiederkehrenden Tropes haben, wie zum Beispiel die Kraft der Freundschaft oder das Overpowered Harem Isekai-Genre. Es wird Zeit, die These zu prüfen.
Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass die These war, Tolkiens Werke haben das Fantasy-Genre in einer Form definiert, die das Genre statisch macht und das Potenzial hat, die Kreativität von Autoren stärker einzuschränken als in anderen Genres. Und ich sehe die These insoweit als bestätigt an, als dass das Tolkien-Setting das Standard-Fantasy-Setting ist. Ihr wisst schon, Zwerge, Elfen, Drachen, Schlösser, bla bla. Es ist meiner Meinung nach ebenfalls bewiesen in der Form, dass viele von Tolkien popularisierte oder auch erfundene Tropes in sehr stark definierter Form in so gut wie allen Fantasy-Settings, die irgendwie ein Motiv mit Tolkien teilen, vorhanden sind. Andererseits sehe ich die These insoweit als widerlegt an, als dass Storys, die sich kein Motiv mit Tolkien teilen, also zum Beispiel nicht im Mittelalter spielen, deutlich stärker von diesem Template abweichen und auch viele dieser üblichen Tolkien-Bausteine, wie zum Beispiel Elfen, Zwerge etc., nicht mit reinbringen und wenn in einer stark abgeänderten Form. Nachdem meine These jetzt aufgestellt und wieder zerstört wurde, möchte ich sie einmal neu definieren. Und mein erster Versuch dazu sah etwa so aus. Jesus. Zusammengedampft sieht das Ganze etwa so aus. Fantasy neigt aufgrund der Quellenwahl zur Gleichförmigkeit und der Abspaltung anderer Konzepte in Subgenres. Tolkiens Werke waren für eine breite Masse von jungen Autoren wegweisend, wodurch diese einen entscheidenden Einfluss im Fantasy-Genre werden konnten. Und in den letzten 60 Jahren wurden diese Einflüsse von verschiedenen Autoren kultiviert und verfeinert. Und dadurch ist Fantasy, die sich Motive mit Tolkien teilt, also im Mittelalterspiel zum Beispiel, relativ stark an Tolkien angelehnt, einfach weil es in den 60 Jahren seit dem Herrn der Ringe jeder so gemacht hat. Also, um auf den Anfang zurückzukommen, hat Tolkien Fantasy ruiniert? Nein, nicht wirklich. Tolkiens Werke kamen zu einer Zeit raus, als das Fantasy-Genre eine große, schwammige Masse von verschiedenen Ideen war und er hat einfach einen relativ großen Eindruck drauf hinterlassen. Nachdem sich Horror und Sci-Fi abgespalten hatten, mehr oder weniger, kam Tolkien und hat gesagt, okay, Fantasy ist jetzt das. Es war nicht absichtlich, aber wenn du der größte Fisch im Teich bist, frisst du das meiste Brot. Und das Ganze wäre nicht passiert, wenn Tolkien nicht ein unheimlich guter Autor wäre, der unheimlich viel Zeit und Mühe in seine Welt investiert hat. Ich persönlich finde es etwas schade, dass wir uns so stark an Tolkien orientieren, einfach weil Fantasy ein extrem offenes Feld ist und wir uns selber damit Möglichkeiten verbauen. Aber es hat auch einen Grund, warum Elfen, Zwerge, Orks und so weiter in fast jedem Fantasy-Setting vorkommen. Es ist ein gewisses Gefühl der Vertrautheit. Wir wissen sofort, was wir mit Zwergen verbinden müssen. Wenn ich sage, das ist ein Vishkanji, hast du keine Ahnung, was ein fucking Vishkanji ist und musst dir erst 10 Seiten durchlesen, damit du weißt, ah, okay, das machen die. Wenn du bei Elfen, Zwergen und Orks im Hinterkopf sofort ein ungefähres Bild hast. Also in anderen Worten, ich finde die extreme Prägung durch Tolkien zwar nicht unbedingt gut, aber ich kann verstehen, warum sie existiert. Eigentlich wollte ich in diesem Video irgendwo noch Alan Moore unterbringen, aber das hat nirgendwo wirklich reingepasst, einfach weil die Umstände nicht wirklich passend sind. Für die von euch, die ihn nicht kennen, Alan Moore ist ein Comicschreiber und hat einige der in seiner Zeit dunkelsten Comics überhaupt geschrieben, unter anderem The Killing Joke. Ein unheimlich dunkler, aber auch komplexer Comic, der unheimlich erfolgreich war. Und geringere Autoren haben das gesehen und sich gedacht, boah, cool, das ist cool, weil es dunkel ist und dunkel, weil es cool ist. Und ich mache jetzt alle Sachen total dunkel. Und haben dabei nicht verstanden, dass Alan Moore Seiten und Seiten in Hintergrundinformationen zu jedem einzelnen Panel schreibt. Dass er unheimlich viel Mühe und Arbeit investiert und haben einfach die Oberfläche gegriffen und kopiert. Und das ist bei Tolkien meiner Meinung nach nicht der Fall. Die Leute, die stark von Tolkien inspiriert wurden, haben ihn verstanden, oder zumindest haben ihn für sich selber verstanden. Sie wissen, dass es Mühe kostet, eine eigene lebendige Welt zu bauen. Die, die es nicht verstehen, sind irgendwo in den 1-Euro-Bücherboxen gelandet. Das heißt, der einzige Vergleich für Tolkien ist Tolkien. Der Grund, warum Fantasy so extrem stark an Tolkien anlehnt, ist, weil Tolkien ein extrem starker Einfluss ist. Und einer der wenigen Autoren dieser Zeit, der sich für eine Fantasy-Story, ein in der Zeit vollkommen albernes Genre, unheimlich viel Zeit genommen hat. Tolkien hat über 30 Jahre an Mittelerde geschrieben. Und das merkt man, wenn man die Bücher liest. Auch wenn ich kein großer Fan von Tom Bombadil bin.